Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Portal 2. So, es geht hier weiter. Und ja, wir fliehen gerade. Ja, was ich habe mir das von Skyrim angewöhnt, in den Ladezelten still zu sein, weil ich die bei Skyrim rausschneide. Deswegen, ja. Also ich wollte gerade sagen, wir fliehen gerade. Von ihr. Okay, das ist der Nervengiftgenerator. Okay, und wir müssen ihn irgendwie zerstören. Das ist der Kontrollraum, na dann auf dorthin. Ach, hier werden die Guten zerstört. Wieso ist er ein Laser? Egal. I'm afraid the door's locked. Just checked it. No way to hack it as far as I can tell. Mechanism must... Oh, now look at that! That's a... What are you doing? We don't know what that button... Oh, the door's open. Well done. Let's see what's inside. Okay, alles wird fallen gelassen. Und ich habe jetzt einen Laser. Na, dann gucken wir mal. Was ist das dort? Oh. Wir zerstören das hier alles. Und der letzte ist zerstört. Okay, das wurde alles zerstört. Cool. Und jetzt? Neurotoxin pressure has reached dangerously unlethal levels. Gefährlich untödlich. Okay, jetzt. Wow. Okay, das haben wir erfolgreich zerstört. Oh mein Gott. Und wieder so eine coole Achterbahnfahrt. Wow. This should take us right to her. I can't believe I'm finally doing this. Woo! I knew this would be fun. They told me it wasn't fun at all, so they said not fun at all. And I believed them. I don't know, I was a fool to myself. Oh, and I'm loving this. Way of a time. This place is huge. And we're only seeing the top layer. It goes down for miles. All sealed off years ago, of course. We should be getting close. Oh, I can't wait to see the look on her face. No neurotoxin, whoa. No turret. She'll never know what hit her. Jetzt geht's runter. Hui! Oh, doch nicht. Geht's hier runter? Mist! Nein! So, jetzt sind wir allein auf uns gestellt. Und oh mein Gott. Werden wir das schaffen? Das. Wow. I honestly, truly didn't think you'd fall for that. In fact, I devised a much more elaborate trap further ahead for when you got through this easy one. If I'd known you let yourself get captured this easily, I would have just dangled a turkey leg on a rope from the ceiling. Nein, ich will nicht hier rein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Well, it was nice catching up. Let's get to business. I hope you brought something stronger than a portal gun this time. Otherwise, I'm afraid you're about to become the immediate past president of the Being Alive Club. Uh-huh. Seriously though, goodbye. It's my big chance. This is okay, irgendwie war das wohl nichts. Well, I suppose we could just sit in this room and glare at each other until somebody drops dead. But I have a better idea. It's your old friend, deadly neurotoxin. Oh. If I were you, I'd take Nervengift. And hold it. Hello. Hey. I hate you so much. Oh ja, sie hasst uns.
I don't feel corrupt. In fact, I feel pretty good. Okay, der Kern ist kaputt. Okay, Ersatzkern einlegen. Substitute core. Are you ready to start the procedure? Yes. Corrupted core. Are you ready to start the procedure? No. Oh, yes she is. No. Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue. Yes. Unless a stalemate associate is present to press the stalemate resolution button. Hold me out. Leave me in. Don't press it. Don't do it. Yes, do it. Don't press that button, not so fast. Think about this. You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified. Okay, don't listen to him, alright? It is true that you don't have the qualifications, but you've got something. Los! Wir haben es geschafft. Stalemate. Aha. Transfer bay. Wait, what if this hurts? What if this really hurts? Oh, I didn't think of that. Oh, it will. Believe me, it will. Okay. Sie ist stark beschädigt und wird jetzt durch Weekly ersetzt. Das heißt, wir sind, glaube ich, am Ende angelangt. Okay, der Fahrstuhl ist für mich. Ich darf abhauen. Na dann, tschüss. Wow, this is cool. And check this out. I'm a bloody genius now. Estás usando esta software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulte el manual. I don't even know what I just said, but I can find out. Oh, sorry, no, the lift. Yes, sorry, I forget. This body is amazing. Seriously. Tschüss. I can't get over how small you are, but I'm huge. Okay, die Lache gefällt mir nicht. Actually, why do we have to leave right now? Do you have any idea how good this feels? I did this. Tiny little Wheatley did this. You didn't do anything. She did all the work. Oh, really? That's what the two of you think, is it? Well, maybe it's time I did something then. What are you doing? No. And don't think I'm not onto you too, lady. You know what you are? Selfish. I've done nothing but sacrifice to get us here. And what have you sacrificed? Nothing. Zero. All you've done is boss me around. Well, now who's the boss? Who's the boss? It's me. Ah! Oh mein Gott. Eine Kartoffelbatterie. Yeah. That is a potato battery. It's a toy for children. And now she lives in it. Oh mein Gott, hat sie dort eingesperrt in der Kartoffelbatterie. Sorry, what? The engineers tried everything to make me behave. To slow me down. Once they even attached an intelligence dampening sphere on me. It clung to my brain like a tumor, generating an endless stream of terrible ideas. No, not listening. It was your voice. Okay. Anscheinend ist er ein Tumor von GLaDOS, also irgendein Nebenprodukt. Und jetzt hat er die ganze Anlage, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir waren fast draußen und jetzt fallen wir wieder runter. Actually, but since we're not busy other than that,
Here's a couple of facts. He's not just a regular moron. He's the product of the greatest minds of a generation, working together with the express purpose of building the dumbest moron who ever lived. And you just put him in charge of the entire facility. Good, that's still working. Hey, just in case this pit isn't actually bottomless, do you think maybe you could unstrap one of those long fall boots of yours and shove me into it? Just remember to land on one foot. Oh mein Gott. Wir sind ganz schön tief gefallen. Wo sind wir hier? Oho. Also das ist wirklich Untergrund. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber hier ist alles zerstört. Oh mein Gott. Seht euch das mal an. Naja. Irgendwie müssen wir jetzt hier wieder entkommen. Also von neu anfangen. Weil wir wieder ganz tief gefallen sind. Und ja, Leute, ich glaube, das ist jetzt schon das fünfte Let's Play, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, keep out. Do not enter. Ich soll draußen bleiben, ich soll nicht reingehen. Und wieso? Können wir erstmal bitte jemand sagen? Wieso ich nicht dort rein darf? Ansicht. Naja, jetzt bin ich drin. Pech gehabt. Und jetzt springen wir runter. Wollen wir runterspringen? Ach klar, wir springen runter, oder? Ach klar, los. Alle, hopp. Oh, überlebt. Dank unseren super, keine Ahnung was für Schuhe, haben wir überlebt. Do not enter. Keep out. Was ist das hier? Wieso sollen wir hier draußen bleiben? Also irgendwie kommt mir das unheimlich vor. Wir sind hier ganz tief, also das sieht aus, als ob wir ganz tief unter der Erde sind. Oder in einem Berg. Eins von beiden. Wow. Und vorne habt ihr es gesehen, irgendeine Krähe hat GLaDOS entführt. Hebel? Okay. Das sieht aus wie ein, wow, fetter Tresor. Oder keine Ahnung, eine Luke für irgendwas. Wow. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Und deswegen einmal hier. Und los geht's. 2, 1, geschafft. Oh mein Gott, es öffnet sich. Schnell runter und beobachten, was passiert. Ah, ich hänge fest. Ich hänge fest, Leute. Okay, geschafft. Und es hat sich geöffnet. Und was ist es? Oh, eine riesige Wand. Und wie ist außer eine Tür? Oh mein Gott. Okay, ich würde mal sagen, boah, gehen wir mal hier rein. So. Danger. Okay, anscheinend ist das wieder Säure. Na dann lieber nicht reinfallen. Speichern wir lieber mal, denn immer wo Säure ist, falle ich meist rein. Ich weiß nicht wieso. Ist halt so bei mir. Naja, zumindest müssen wir jetzt entkommen.
Und ich würde mal sagen, wir gehen hier lang. Na gut, ich weiß schon, dass wir hier lang gehen müssen. Glaube ich zumindest. Übrigens, ich bin Caroline. Ja, und das hier ist wohl die Willkommenshalle von Aperture Science Center. Heißt das so? Aperture Science Center? Nee, Invovators. Keine Ahnung. Zumindest hier wären alle willkommen. Kriegshelden, Olympiasieger und so weiter. Also nur die Besten. Und die werden hier dann Tests unterzogen. Ja. Und ich habe schon die meisten dieser Tests gelöst. Bin ich nicht gut? There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any Cave Johnson, you might der Gründer. And respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your... Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you. Fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Okay. Ah, sorry, Leute. Ja, also. Das ist wohl der Gründer hier von diesem Center. Aperture Science Center oder sowas ähnliches. Heißt das so? Ich glaube schon. Und naja, weil ich ja schon ein bisschen was weiß, wo ich lang muss. Sorry Leute, für alle, die das jetzt stört. Mann, der weiß ja schon alles und bla bla bla. Ja, ich weiß, aber ich mag das Spiel so sehr, dass ich das so oft gespielt habe, Leute, dass ich alles aus dem Kopf weiß fast. Boah, geschafft. Okay. Und hier, lest euch das mal durch. Pump Station Alpha. Okay, was das wohl heißt, das werdet ihr gleich sehen. Nachher dann. Und ihr hört schon. So, es hat sich geöffnet. Ja, ihr hört es schon. Irgendwas wird hier gerade gepumpt. Was, das erfahren wir später noch. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier hoch irgendwie. Also einmal hier lang. Geschafft. Und dort ist das Ende. They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture we do all our science from scratch. No hand. Okay. Okay, Leute. Wow. This first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Okay, ich verabschiede mich hier jetzt erstmal, weil diese Folge vorbei ist. Was das hier alles ist, das werde ich euch in der nächsten Folge erklären und ich hoffe, ich werde das auch richtig erklären. Also, auf Wiedersehen und nächstes Mal geht's hier weiter. Tschüss!